grüße dich. Ich freue mich, dass ich dich heute wieder mitnehmen kann. Heute bin ich bei einer Auftragssuche und die ist hier an einem Hundeplatz. Die Dame hat mich vor 2 Tagen kontaktiert. Sie hat einen kleinen Anhänger verloren, den ich suchen soll. Und gleich gibt es mehr nach meinem Intro. Also, das wird, wie lange ist das jetzt hier ungefähr? Das war am Samstag. Der liegt oben auf, da brauche ich noch nicht mehr zu graben. Der liegt halt oben auf. Der muss aufgehen. Der liegt oben auf. Okay, das kannst du mal machen. Hast du da? So. Ja, aber du bist nicht gemäht hier, dass wir jetzt nicht mal irgendwas umgraben oder so. Nee. Komm, wollte ich doch nicht umgraben. Okay. So, dann brauchen wir jetzt mal. Jetzt bin ich bei einer neuen Auftragssuche, heute ohne Carsten. Carsten ist in Urlaub, in seinem wohlverdienten Urlaub. Heute mache ich es mal ganz alleine. Heute nehme ich euch mit und wir suchen nach einem Goldanhänger. Und wir hoffen mal, dass wir den zügig finden werden, dass die Leute sich freuen darüber. Ich fange jetzt mal an. So, jetzt machen wir erstmal die Einstellungen hier. Wir nehmen einfach die Werkseinstellung, ich sag mal Goldmax Power, das sollte für ihr ausreichend sein. Dann machen wir das mal. Gleich direkt gefunden, aber so einfach wird es nicht sein, weil hier, wir sind heute auf eine Mülldeponie. Also wir werden noch viel Spaß haben. Ehemalige, ja. Okay, gucken wir mal erst hier am Rand. Heute ist der Pino mein Kameramann, der Kamerakind Pino. Er lacht schon die ganze Zeit. Ja? Nee, so schnell. Das wäre jetzt zu schnell. Das ist zu weit weg. Dann wollen wir mal hier gucken. Dann würde ich schon mal wirklich sagen, weil den hätten sie hier selber gesehen, denke ich mir mal, dass der tatsächlich auf die andere Seite geflogen ist. Oder da ins. Weil hier, bin ich ganz ehrlich, hier würde ich denn ja sehen. Wie groß ist der denn, der Anhänger? Ja, den sehen Sie. Weil der geht irgendwo anders hin verloren, sag ich mal. Dass er entweder da liegt oder drüben liegt, ich weiß es ja nicht hier.
Stein. Ne? Mal gucken. Da fangen wir den schlauen Pinpoint dabei. Ja. Der ist in der Erde, ist das. In der Erde. Das ist in der Erde, das funktioniert nicht. Aber so muss es sich anhören, weil es ist ziemlich oberflächlich. Also was heißt, das war jetzt ein Oberflächensignal. Und so muss sich das auch anhören, wenn der jetzt hier irgendwo liegt. Aber der Punkt. Ein 70er Leitwert, das ist schon zu hoch. Und der ist auch zu weit weg. Der kann auch nicht 10 Meter. Wenn der fliegt, also der dementsprechend kann, wenn der. Der kann nicht 10 Meter weit fliegen. Wo ist denn der Hund genau? Hat sie angesprungen. Der kam von vorne und hat hier gezogen. Dann ist das hinten aufgegangen und ich nehme an, dass der Anhänger dann da hinten liegt und ich war hinten. Hier? Da? Da bin ich mir fast sicher, dass der entweder, wie gesagt, der muss dann auf der anderen Seite, also der wird nicht mehr hier drin sein. Also das würde man auf dem Boden sehen, also das ist ja hier sehr überschaubar, der Boden. Oder der müsste hochkant stehen. Oder genau zwischen so einem Grasbüschel, aber das glauben wir mal nicht. Ich gucke hochkant, mal. Ja, das könnte schon sein. Dass der hochkant irgendwo steht. Und das ist auch in der Erde dran. Weil der ist so eingestellt, dass der nur kurze Signale gibt, wenn oben was liegt. Da ist auch nichts. Das wäre er gewesen. So muss sich das anhören, so laut wird das dann, wenn er oberhalb liegen wird. Aber der muss ja oben liegen. Ja, deswegen sag ich ja, hier, das ist schon tiefer. Das ist schon tiefer, sonst wird der sofort anzeigen. Ja, da ist das, das liegt aber dann so viel tiefer mit dem so an. Sehen Sie? Wenn der sofort was hat, dann hört sich das so an. Das Geräusch hätte ich ja gehofft. Ja, wollen wir machen. Also, das ist nur eine Frage der Zeit. Wenn der hier verloren gegangen ist, finde ich schon auch. Wir sind ja noch nicht fertig. Nee, wollte ich sagen. Da würde ich mir jetzt keine Gedanken zu machen. Nur, das war was jetzt ein Bekannter gesagt hat, ist gar nicht mal so schlecht. Nicht, dass das im T-Shirt hängen geblieben ist oder irgendwo. Ich habe geschüttelt, ich habe hier sogar im BH. Dann bin ich, als ich hier drin war, habe ich mich ganz komplett ausgezogen. Ich hoffe, dass das nicht. Wird doch schwieriger als gedacht.
Nee, das ist, weil du hast jetzt den Straßenlärm, weißt du? Ja, ja, der Lärm von den Autos. Ich muss mal ganz kurz rankommen an den. Hier ist das alles? Ja. Also da oben ja nicht, wo die Leute sagen, ist nicht, kann nicht. Wo das wirklich dann wirklich war. Nur so einfach, wie wir uns das am Anfang nicht vorgestellt haben, ist es ja nicht, ne? Nee, nicht wirklich. Aber der kann ja eigentlich nur über den Zaun geflogen sein beim oder Abreißen. Oder hier auf dem Feld. Direkt neben diesem Trampelpfad hier. Das macht die Sache natürlich nicht einfacher. Da wird der Zaun sein, ja. Okay, ist purer zu voll, wenn der wirklich schnell mit dem alten Zaun da liegt. Immer sehr weit über die Stellung weg. Hört sich aber gut an. Das hört sich jetzt so an, wo ich sagen würde, das könnte er sein. Weil das ist ein Oberflächen. Hörst ja. du das auch? Kamera ist an. Haben wir ihn jetzt wieder gefunden? Das glänzt bei Gold.
Alupapier. Was, das? Das war Alupapier, Alu. Ja. War Alupapier, da zeige ich ja alles. Leider nur Müll, wie so oft. Müll. Den sehe ich. Ist noch mehr von dem Müll da, na, wollen wir gucken. Die Leute schmeißen mir alles weg. Ach, guck mal, das nach. Das ist schön. Ja. So fein ist ja eine Stadt, dass da so kleine Schnipsel. Deswegen sag ich ja, wenn der Gold, das Goldteil dann runter ist, haben sie genauso einen Turm wie jetzt. Das ist der nächste Schnipsel. Ja, ja, da liegt das andere. Da ist überall Schnipsel von der Zeit. Jetzt hoffen wir doch mal, vielleicht haben wir jetzt Glück. Mal schauen, ob hier was bei ist. Und ich glaube, wir haben sieht gut aus. Es gefunden. Oder? Ja. Ich glaube, wir haben den Anhänger gefunden. Ja. So. Und wieder mal eine Auftragssuche erfolgreich abgeschlossen. Das haben wir jetzt mit dem Xpedeus, mit der elliptischen. Und ich kann euch nur raten, wenn ihr einen Deus habt und wollt auch mal Auftragssuche zu machen, dann besorgt euch noch die elliptische Spule. Ja, und wie ihr sagt, wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mich immer anschreiben und fragen. Ich habe da wirklich was von Ahnung und wie gesagt, dann meldet euch. So, und jetzt übergeben wir doch mal das Ganze. So, normalerweise müssen die Jüngeren immer bei mir in Kriegsstand fahren, aber wir verzichten jetzt auch auf den Alter. Alter, Alter. So, ist das Ihr Anhänger? So, bitteschön, da haben Sie mir doch. So, haben wir doch gefunden. Trotz ja, der Umstände hier. Ja, ja. Ja, man aber wie man jetzt sieht, das ist jetzt von der Entfernung doch weiter als wie gedacht. Das ist einfach nicht mehr. Das ist ja. Aber jetzt haben wir ja wieder. So, jetzt haben wir die Auftragssuche erledigt. So, und ich wieder zwei Leute drüber. Ja. Also.